kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, die Sabine Schneider hat gerade angerufen, die braucht noch einen Camping-Gag. Ja, da kommt sie wieder früh. Tja, hab ich auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk, ich glaube, ich habe sogar schon einen. Okay. Was ich mich ja frage, wie nennt man eigentlich einen Holländer ohne Wohnwagen? Obdachloser? Alles klar. Der ist schön. Ja, kann man mal bringen. Aber ich glaube, ich habe auch einen. Pass mal auf. Warum campen Holländer so gerne? Sag mal, weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Sie sind am liebsten auf Gras. Boah. Der ist der Hammer. Ah ja. Aber jetzt habe ich ihn. Achtung. Ha. Mein Hotel letztes Jahr hatte ja 20 Sterne. Frag mal, gibt's das? Gibt's das? Ja, unser Zelt hatte oben ein Loch. Ach komm, der ist schön. Den schick mal hoch. Ja, langt auch für heute. Komm, mach mal Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.